Zuschauerinnen und Zuschauer, mit etwas Verspätung, aber heute auch mit einem ganz besonderen Gast hier bei Die Linke in Corona-Zeiten. Wir haben heute das Thema 30 Jahre Deutsche Einheit. Was war, was ist und vor allen Dingen, was wird eigentlich? Dazu habe ich mir Gregor Gysi eingeladen. Ihr kennt alle Gregor. Ich will trotzdem zwei, drei Worte sagen. Gregor ist, wie ich, Anwalt. Gregor ist das Gesicht der Linken in der Bundesrepublik. Er war Vorsitzender der SED-PDS ab 1989 bis 1993 und er hat natürlich auch im Bundestag als Fraktionsvorsitzender für unsere Partei schon einiges gesagt. Gregor, ich würde gerne mit dir sprechen über die Frage Deutsche Einheit und da um die Frage, dass ja heute so richtig zur deutschen Einheit niemand feiern will. Und das liegt, glaube ich, nicht nur an Corona. Woran liegt das eigentlich nach deiner Meinung, dass diese Feier zum 3. Oktober so ein bisschen untergeht? Du musst anmachen, du musst deinen Stumm anmachen. So. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Hörst du mich? Ich höre dich auch. Also ich wollte fragen, warum geht das eigentlich so ein bisschen unter der 3. Oktober mittlerweile? Ja, das hat mehrere Gründe. Einmal Corona, zweitens die Kriege auf der Welt, die Verunsicherung hinsichtlich der Flüchtlinge. All das überschattet das. Das Zweite ist, dass wir Menschen nun mal so gestrickt sind, dass wir in erster Linie mal an das denken, was uns fehlt und nicht an das, was wir haben. Und das Dritte ist, dass bei der Einheit eben auch wirklich schwere Fehler begangen wurden, sodass so eine richtige Fest- und Feierstimmung nicht aufkommen will. Was fehlt, hast du gesagt? Ich kann sagen, 1989 zur Wende war ich 17-jähriger Schüler einer EOS im damals, man weiß das gar nicht mehr, Bezirk Leipzig, heute Sachsen, einer kleinen Stadt. Ich wusste, was mir fehlt. Leipzig ist doch keine kleine Stadt, ich bitte. Bezirk Leipzig, eine kleine Stadt bei Leipzig. Ach, bei Leipzig, ja. Und okay. Da war es halt so, ich wusste schon, was mir fehlt. Gleichzeitig wusste ich aber auch, was ich hatte. Und vielen anderen ging es auch so. Was fehlte den Leuten damals? Also in der DDR fehlte ihnen natürlich Freiheit, Demokratie, Reiserecht. Eine Währung, mit der man weltweit bezahlen konnte. Die Städte waren nicht saniert, die Wohnung auch nicht. Das alles hat uns ja die Einheit gebracht. Das Wichtigste, was sie gebracht hat, wird am seltensten gesagt. Es bestand immer die Gefahr, dass zwischen beiden deutschen Staaten ein Krieg ausbricht. Das kann ja nun nicht mehr passieren. Allerdings wurden eben auch viele Fehler begangen. Erstens hätte sich die Chance geboten, weil Deutschland das einzige Land ist, wo West und Ost vereinigt wurden. Das passierte ja nicht in Polen, nicht in Ungarn etc., nur hier in Deutschland. Und das hätte bedeutet, dass man sagen müssen, wir wollen künftig eine Vermittlerrolle spielen. Wir wollen nicht Weltpolizist werden, was wir jetzt werden, sondern eben eine Vermittlerrolle übernehmen. Die früheren neutralen Staaten machen das nicht mehr oder kaum noch. Und es hätte nicht nur der Vereinigung von Ost und West entsprochen, sondern es hätte auch unserer Geschichte Rechnung getragen bis 1945 und auch der Spaltung danach. Aber darüber wurde nicht nachgedacht. Es wurde auch nicht das neue Haus Europa geschaffen, nichts. Also außenpolitisch blieben die Chancen ungenutzt. Und innenpolitisch war der größte Fehler, dass man sich für die DDR nicht interessiert hat. Und das ist unterschätzt worden von der Bedeutung. Denn wenn du den Bürgerinnen und Bürgern der DDR sagst, dass alles nichts taugte, was sie gemacht haben, nicht nur, dass die Struktur, das System falsch war, sondern dass alles nichts taugte, dann hebst du ja nicht ihr Selbstbewusstsein, ganz im Gegenteil, dann demütigst du sie. Wenn sie 6 bis 10 Sachen übernommen hätten, und ich meine nicht den grünen Abbiegefallen und ich meine auch nicht das grüne Ampelmännchen, sondern ich meine zum Beispiel den viel höheren Grad an Gleichstellung der Geschlechter. Über 90% der Frauen waren voll berufstätig.
Na, dann brauchtest du auch ein entsprechendes Netz an Krippen, Kindergärten, Nachmittagsbetreuung an Schulen, Kinderferienspielen. Wenn man das übernommen hätte, wäre es das eine gewesen. Das zweite, die Berufsausbildung mit Abitur oder die Polyklinik, also was auch immer. Wenn man solche Punkte übernommen hätte, hätte das zwei Folgen gehabt. Die eine Folge wäre gewesen, dass das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestiegen wäre. Denn sie hätten gesagt, na gut, das System war falsch, aber immerhin sechs Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Und das zweite ist, dass die Westdeutschen erlebt hätten, dass wegen des Hinzukommens des Ostens in ihrem Leben eine Qualitätssteigerung in sechs Punkten stattfindet. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden. Und das prägt deren Sicht zur Einheit. Deshalb feiern die eben auch nicht richtig. Und das kann ich schon alles nachvollziehen. Der nächste Fehler bestand natürlich in dem Prinzip Rückgabe vor Entschädigung, völlig falsch. Also wenn jemand 40 Jahre lang ein Grundstück betreut hat, dass der dann einfach verschwinden muss und die Alteigentümer im Westen hat noch gar nicht mehr damit gerechnet, es wieder zu bekommen. Also es hätte heißen müssen Entschädigung vor Rückgabe und dann hätte man Ausnahmen machen können für Leute, die erst vor kurzer Zeit gegangen waren oder so. Dann war der weitere Fehler, die Treuhandanstalt, die ja nicht die Aufgabe hatte, eine eigenständige ostdeutsche Wirtschaft zu ermöglichen, sondern die Aufgabe hatte, die ostdeutsche Wirtschaft passgerecht für die westdeutsche zu machen, also Konkurrenz nicht zuzulassen. Dadurch entstand Massenarbeitslosigkeit. Dadurch haben die jungen Leute den Osten verlassen, weil sie da weder einen Beruf erlernen noch ausüben konnten. Jetzt, wenn es die Chancen gibt, das ist übrigens auch interessant, kommen die wieder zurück. Mein letzter Hinweis, die SED-Führung war immer bemüht, den Bürgerinnen und Bürgern der DDR so ein richtiges DDR-Bewusstsein beizubringen, ist ja nicht gelungen. Gelungen ist es der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar in der Form, dass nachdem anfangs man eher verschwiegen hat, dass man aus dem Osten kommt, jetzt fast alle mit ostdeutscher Herkunft stolz sind. So ein bisschen nach dem Motto, ich bin ostdeutsch und wer ist mehr. Das Selbstbewusstsein ist wirklich gestiegen. Wenn es in Richtung Pegida geht, gefällt es mir gar nicht. Aber wenn es in die andere Richtung geht, dann finde ich das gut. Da lass uns nochmal drauf zurückkommen später, aber vielleicht zum Punkt Vermittlung. Warum, du hast ja von der Notwendigkeit der Vermittlung gesprochen. Was wäre denn aber eigentlich zu vermitteln gewesen? Du hast viele Punkte benannt. Viele Bürgerinnen und Bürger der DDR haben das aber auch nicht so richtig mit durchsetzen wollen, scheint mir, wenn ich mir... Nein, die NATO war ihnen eher gleichgültig. Trotzdem, wenn ich an die ganze Bewegung denke, in Leipzig und anderswo, würde ich sagen, eine Vermittlerrolle politisch weltweit hätte ihm viel besser gefallen. Weiß ich was, Venezuela. Der Präsident erkennt nicht richtig an, dass es ein Wahlergebnis gibt zugunsten einer anderen Partei für das Parlament. Der andere wiederum ernennt sich einfach zum Präsidenten, obwohl er nicht gewählt worden ist. Da brauchst du Vermittlung. Oder ich nehme mal an Syrien, der Konflikt. Die Rebellen wurden ja von außen bewaffnet und ihm wurde gesagt, jetzt könnte Assad stürzen. Das hat aber Putin nicht zugelassen, weil das nur seine einzige Einflusssphäre im Nahen Osten ist. Und nachdem er 2001 im Bundestag die Zusammenarbeit auf allen Gebieten angeboten hat und der Westen zu arrogant war, darauf einzugehen, hat er natürlich seine Politik geändert und lässt jetzt seinen Einfluss nicht mehr reduzieren. Also musst du vermitteln. Natürlich versuchen zum Beispiel Frankreich und Deutschland zu vermitteln zwischen Ukraine und Russland. Übrigens immer in Minsk, ja, also in Bielorussland darf man auch nicht vergessen. Aber abgesehen davon, das ist ja immer nicht glaubwürdig, weil sie gleichzeitig ihre Soldaten dorthin schicken. Das heißt, wenn du eine Vermittlerrolle spielen wirst, müssen beide Seiten dich für glaubwürdig halten. Sonst kannst du sie gar nicht spielen. Aber die Rolle hat Deutschland nicht übernommen. Wir müssen jetzt darüber gar nicht mehr philosophieren. Wir sind in der NATO und Deutschland will Weltpolizist werden. Dann verhalten wir uns auch noch gegenüber den USA ziemlich vasallenhaft, was mir auch auf die Nerven geht, ehrlich gesagt. Trotzdem, selbst als Mitglied der NATO könnte Deutschland versuchen, noch viel stärker eine Vermittlerrolle zu übernehmen. So viele Regierungen denken jetzt nur noch in Form militärischer Stärke und nicht mehr über politische Lösungen nach. Und genau das muss geändert werden. Lass uns nochmal zurückkommen auf dieses Ostbewusstsein, von dem du sprachst, dass es damals so nicht gab. Ich kann mich auch daran erinnern, das Westauto muss her, die Westware muss her, die Ostprodukte sind scheiße. Alles kam erst später zurück. Jetzt gibt es ein gewisses Ostbewusstsein, aber von rechts, Pegida. Wie können wir das zurückdrängen? Nein, das Ostbewusstsein müssen wir nicht zurückdrängen, sondern wir müssen die Richtung des Denkens ändern. Das ist das Entscheidende. Weil
natürlich, Sie haben eben erlebt, dass die deutsche Einheit Ihnen Arbeitslosigkeit gebracht hat und die AfD redet Ihnen ein, dass jetzt die Flüchtlinge Ihnen Arbeitslosigkeit bringen. Und das ist falsch und das müssen wir widerlegen. Ich sage mal ein Beispiel. Es gibt einen Verein in meinem Wahlkreis in Berlin-Treptow-Köpenick und der versucht immer für Flüchtlinge erstmal zu erreichen, dass sie eine Arbeitserlaubnis bekommen. Und wenn ihnen das bei den Behörden gelungen ist, dann bieten sie den Leuten Deutschunterricht an. Und wenn die ungelernt sind, nicht qualifiziert, bieten sie ihnen an, sie so zu qualifizieren, dass sie bei der Berliner Stadtreinigung arbeiten können. Und da gehen die auch hin und dann kriegen die natürlich erstmal eine Probezeit. Und weit über 90% bekommen anschließend einen unbefristeten Vertrag und arbeiten dort fleißig und engagiert. Und andere Berlinerinnen und Berliner haben sich nicht gemeldet für die Jobs. Also die nehmen niemand etwas weg, sondern die besetzen etwas, was sonst niemand machte. Das ist auch wichtig. Natürlich, wenn du einen ausgebildeten Physiker hast, musst du den anders unterbringen. Aber so viel Physiker haben wir auch nicht. Wir haben ja der Physik auch eine Physikerin gestohlen. Die ist ja jetzt Kanzlerin, also die kann da gar nicht mehr arbeiten. Ich will nur sagen, also das ist natürlich unterschiedlich. Aber diese Angst, die da entsteht, die ist falsch. Natürlich, man kennt andere Religionen nicht, man kennt fremde Kulturen nicht. Ich rege mich auch ein bisschen über die Medien auf. Ich kenne zwei Arten von Arabern im Fernsehen. Der eine ruft so laut nach Allah, dass mir schon ganz komisch wird und der andere sprengt sich gerade in die Luft. Ich war aber in Ägypten, wir waren zu sechst und es war Ramadan. Und immer wenn der Mullah rief, dass die Sonne untergegangen ist, durften sie ja das erste Mal essen. Und da sind wir zu sechst immer an den Tischen vorbeigegangen und jeder Hausherr hat uns eingeladen, alle sechs mitzuessen. Da habe ich mal gesagt, wann haben wir das letzte Mal ein Fenster aufgemacht und sechs Ägypter von draußen zum Abendbrot eingeladen? Na gut, das entspricht nicht unserer Kultur, das weiß ich. Und es gibt ja viele, die ehrenamtlich tätig sind und deren Tätigkeit gar nicht genug gewürdigt werden kann. Nur sage ich immer, habe ich zu dem vom Fernsehen gesagt, warum zeigt ihr nicht mal solche Bilder, dass es Millionen ganz friedliche Menschen gibt? Und dann sagt er zu mir, das ist keine Nachricht. Und da habe ich zu ihm gesagt, vielleicht ist es im Augenblick die wichtigste Nachricht. Ja, und was machen wir eigentlich jetzt mit dem Thema Treuhand? Jetzt 30 Jahre danach soll es eine Aufarbeitung geben, auch ein Teil der Ostgeschichte. Nun ist es aber so, vieles ist ja schon, ich sag's mal so, rum ums Eck. Was bringt das jetzt eigentlich noch aus deiner Sicht? Wissen. Weil es nur so ein ungutes Gefühl gibt in Bezug auf die Treuhandanstalten. Nach 30 Jahren müssen die Akten geöffnet werden. Und es wäre schon deutlich, wenn ein Untersuchungsausschuss zu dem Ergebnis käme, die Treuhandanstalt hat absichtlich Wirtschaft im Osten kaputt gemacht, damit keine Konkurrenz, nicht nur, aber eben auch, damit keine Konkurrenz für den Westen entsteht. Nicht, dass ich das erzähle und so, sondern dass ein Untersuchungsausschuss das an Form von Materialien feststellt. Der Weigel war so wütend über den Vorschlag von Dietmar Bartsch, einen neuen Untersuchungsausschuss zu bilden, dass er gleich gesagt, es war ein Fehler, uns nicht zu verbieten. Das ist auch interessant. Und zwar deshalb, weil er der Verantwortliche für die Treuhandanstalt war. Schon die Entscheidung, die Treuhandanstalt nicht dem Bundeswirtschaftsminister zu unterstellen, sondern dem Bundesfinanzminister zu unterstellen, sagt eine Menge. Wenn Theo Weigel wütend ist, dann haben wir nicht alles falsch gemacht, so scheint mir. So glaube ich, dass auch diesmal ist. Nun ist es aber so, wir sind ja auch als Partei durchaus mit dem Osten verbunden, mit der Geschichte auch der DDR verbunden, aber es treten viele neue junge Leute ein, 10.000 seit 2018. Die haben ja durchaus auch eine andere Geschichte. Aber was bleibt von der DDR? Wie erzählen wir Ihnen, was die DDR war, mit ihren Fehlern, mit ihren Schwächen, aber auch mit den Dingen, die man hätte erhalten, vermitteln, übernehmen sollen? Wie kriegen wir das hin? Das ist gar nicht so einfach, aber ich habe festgestellt, dass die Großeltern und die Eltern doch sehr viel Einfluss auf Kinder und Enkelkinder nehmen und ihnen vieles erzählen, sodass sich ein ostdeutsches Bewusstsein fortsetzt. Ich weiß nicht, wie es bei denen ist, die am 3. Oktober 2020 geboren werden. Ja, da kann das dann anders sein. Aber bei den Generationen ist das sogar erstaunlich, dass es so ist. Nur Folgendes.
man darf immer das Unangenehme nicht vergessen. Man kann über die Einschränkung von Demokratie und Freiheit und allem berichten, auch über die begrenzten Reisemöglichkeiten. Aber man muss eben auch eine andere soziale Sicherheit schildern. Als ich das erste Mal in meinem Leben im Januar 88 in Frankreich war, hat mir alles imponiert, auch die Kundgebung gegen die Regierung, dass ich in Restaurants mich hinsetzen konnte, wo ich wollte und ich platziert wurde, alles wunderbar. Aber eine Sache hat mich schockiert. Ich wollte die lächelnde Mona Lisa im Louvre sehen, weil ich wusste, dass sie sauer ist, wenn ich in Paris bin und sie nicht besuche und sie mich nicht anlächeln darf. Ich wollte ja keine Hudelei mit ihr und bezahlte die Metrofahrt hin und den Eintritt und war pleite. Und ich wusste, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu DDR-Zeiten in Dresden zu den alten Meistern fahre und den Eintritt bezahle, um Raphaels Sixtinische Madonna zu sehen, kostet es mich fast nichts. Und da habe ich begriffen, dass die Frage der Chancengleichheit des Zugangs von Kindern und Jugendlichen zu Kunst, Kultur und Bildung eine zentrale Frage ist. In der DDR gab es leider in der Bildung auch politische Ausgrenzung, zum Beispiel für die Kinder von Pastoren und Pfarrern, aber nie eine soziale. Heute gibt es kaum eine politische, aber massenhaft soziale Ausgrenzung. Und das geht nicht. Dagegen werde ich immer so entschieden wie möglich kämpfen. Dann gibt es in der Bundesrepublik, um eine Kleinigkeit zu nennen, eine scheinbare Kleinigkeit, gibt es nichts, was billig ist. Also, wenn ich in der Kaffeestube war zu DDR-Zeiten und da saßen noch 5 Rechtsanwälte und die wollten alle einen Kaffee haben und eine Tasse kostete 35 Pfennig, da kam ich natürlich mit 6 Tassen an, also für mich ja auch eine. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mir die 35 Pfennig wiedergeben zu lassen. Ist überhaupt niemand auf die Idee gekommen. Wenn es natürlich 3 Euro kostet, musst du den schon gut kennen. Weißt du, die kleinen Gesten fallen aus. Und das soll man nicht unterschätzen. Und überhaupt war die DDR letztlich sozial sicherer. Und darum macht sich die Bundesregierung auch keine Gedanken. Ich habe mal einen Bundesminister gefragt, was eigentlich eine alleinerziehende Frau mit 2 Kindern macht, die mal angenommen Glück hat und voll berufstätig ist und die Ferien der Kinder dauern länger als ihr Urlaub. Was macht sie dann? Sagt er, dann wird sie die zur Oma schicken. Die ist leider gestorben. Und sie hat auch keine anderen Angehörigen, die das machen. Darum machen die sich keine Gedanken. Dann sagen die nur, die wird schon irgendwie eine Lösung finden. Und das gab es in der DDR nicht. Deshalb immer dieses Angebot für Kinderferienspiele etc. etc. Vielleicht war es auch nicht unvernünftig, dass man einen Ehekredit bekam, dass man einen Kredit bekam, wenn man ein Haus bauen wollte und dass man auch einen Kredit für die Wohnungseinrichtung bekam. Und zwar mit folgendem Trick, dass die Rückzahlung immer um Beträge nachgelassen wurde, wenn du ein Kind zur Welt gebracht hast. Und beim dritten Kind musstest du gar nicht mehr zurückzahlen. Das war natürlich auch eine Verlockung, Kinder zu bekommen. Deshalb hat man in der DDR, worüber ich immer nachdenke, früher Kinder bekommen, als das heute in der Bundesrepublik Deutschland üblich ist. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, aber die man alle nicht unterschätzen darf. Übrigens auch dieser offene Umgang mit der Freikörperkultur an den Stränden. Ja, was für die Westdeutschen ein gewaltiges Problem war, für die DDR-Leute nicht. Ja, die Frage, ob jetzt alle den Kaffee bezahlen oder man sich das Geld wiedergeben muss, hat ja mittlerweile auch einen eigenen Namen bekommen. Das heißt nämlich in der Bundesrepublik auf Deutsch bezahlen. Und in der DDR gab es sowas tatsächlich nicht. Die 25 Pfennig hat man sich niemals wiedergegeben. Einen zweiten Punkt. Übrigens, die Arbeitsplätze waren natürlich auch viel sicherer. Also fristlose Entlassung war eine Rarität. Oder die Wohnungen, Kündigungen von Wohnungen war eine Rarität. Insofern kannten die Bürgerinnen und Bürger der DDR das nicht. Bloß die Wohnungen sahen natürlich auch entsprechend aus. Das muss man auch wieder sagen. Insofern bin ich ja froh, dass sie saniert wurden. Also ich sehe immer beide Seiten. Und die einen wollen immer nur die eine Seite sehen und die anderen immer nur die andere Seite. Ich finde, beides zu sehen, ist doch nicht falsch. Ich finde es gut, dass die Wohnung saniert wurde und ich finde es schlimm, dass viele heute die Wohnung nicht mehr bezahlen können. Punkt. Wir haben jetzt auch eine Frage, die geht bei Facebook an dich. Und zwar, es gibt jetzt, hast du eine Idee, warum die ostdeutschen Menschen sich den Gewerkschaften so stark verweigern noch nach wie vor?
Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht richtig. Natürlich, der FDGB war kein Durchsetzer von Interessen im Konflikt, wenn es mal einen Konflikt gab. Das ist so ihm in Erfahrung geblieben. Dann mussten alle so in der Gewerkschaft sein. Du hast natürlich über die Gewerkschaft Urlaub bekommen, etc. Das Problem ist, dass die heutige Gewerkschaft dir natürlich keinen Urlaub mehr anbietet. Der Beitrag ist natürlich auch viel höher als zu DDR-Zeiten und sie wissen nicht richtig, wozu. Denn wenn die Gewerkschaft mit Unternehmen einen Tarifvertrag schließt, gilt der ja auch für dich, wenn du nicht in der Gewerkschaft bist. Und deshalb sage ich, wir müssen ja anders für die Mitgliedschaft werben. Sie sind eben damals ausgeschieden, 1990, und sind nicht wieder eingetreten. Aber es liegt natürlich auch daran, dass die Jobs nicht sicher genug waren. Wenn du in einen Job gehst und du weißt nicht, ob du den ein paar Wochen später verlierst, was sollst du in der Gewerkschaft ohne Job? Also die Sicherheit des Arbeitsplatzes gehört auch dazu und dann kriegen wir da auch wieder mehr Mitglieder und die Gewerkschaft muss vielleicht etwas geschickter werden. Ja, und Aaron Fernandes fragt hier bei Zoom, er ist 8 Jahre nach dem Ende der DDR geboren und er ist einer der 10.000, von denen ich sprach, die Mitglied der Linken jetzt geworden sind. Er sucht einen Zugang zur Debatte und wie schafft er das? Ich glaube, das funktioniert nur zuhören. Beide Seiten sehen, Gregor hat es benannt, und auch die Punkte benennen, dass es eine Gesellschaft gab, die nicht nach Gewinn und Geld orientiert war. Mit Schwierigkeiten, aber es war ein Versuch. Und das zu sehen, ist schon auch ein wichtiger Punkt, den wir in der aktuellen Zeit wahrnehmen sollten. Gregor, wie siehst du das? Ja, das ist schon wahr. Ich sage ja auch, ich sage mal den Alten im Osten, ihr seid doch klüger als alle Jungen und als alle aus dem Westen. Dann gucken sie mich mit erstaunten Augen an und dann sage ich, ja, ihr habt 2 Systeme erlebt, die anderen ja nur 1. Und dann müssen sie lachen, aber ein bisschen stimmt es. Zum Beispiel sage ich auch beim Kapitalismus, den wir heute haben, es ist falsch, wenn die Linke nicht sieht, was der Kapitalismus kann. Das muss man sehen. Und dann muss man sehen, was er nicht kann. Und dann kannst du viel mehr Menschen überzeugen, das zu überwinden, was er nicht kann. Also zum Osten nochmal zurück. Da muss man mit Eltern sprechen, man muss mit Großeltern sprechen. Man muss aber auch mit den Eltern und Großeltern von Freundinnen und Freunden sprechen, damit das Bild nicht völlig einseitig wird. Und dann muss man so versuchen, ein Gefühl zu entwickeln. Und dann bildet sich auch eine eigene Meinung heraus. Es gibt natürlich auch Bücher und vieles andere. Und zum Kapitalismus heute ist es so, ich sag mal, was er kann. Er kann eine höchst effiziente Wirtschaft hervorbringen, wobei ich mit Effizienz jetzt nicht den Rohstoffverbrauch und sowas meine, sondern einfach die Zeit, in der ein Produkt hergestellt wird oder eine Dienstleistung erbracht wird. Das Zweite, was er kann eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen. Es ist kein Zufall, dass die meisten Nobelpreise an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA gehen. Das Dritte, was er kann eine Top-Kunst und Kultur hervorbringen, die sich kritisch mit ihm auseinandersetzt. Also Bertolt Brecht ist ja entstanden im Kapitalismus und setzt sich mit ihm auseinander. Also das kann er. Jetzt sage ich, was er nicht kann. Er kann keinen Frieden sichern. Aus 2 Gründen. Es geht immer um den Zugang zu Ressourcen und es wird an Kriegen viel zu viel verdient. Und deshalb erleben wir jetzt immer häufiger Kriege. Das Zweite, was er nicht kann, er kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Er neigt immer dazu, den Reichtum in wenigen Händen zu konzentrieren und die Armut zu verbreiten. Das Dritte, er hat große Schwierigkeiten, ökologisch nachhaltig zu sein, wenn es um die Schließung von Produktionsstrecken geht. Das ist nicht kapitalistisch, das ist antikapitalistisch. Deshalb fällt das so wahnsinnig schwer. Und das Vierte ist, er kann natürlich auch keine Emanzipation, also keine Selbstverwirklichung des Menschen gewährleisten. Also wenn wir das bewahren und erhalten, was er kann, und überwinden, was er nicht kann, dann nenne ich das demokratischen Sozialismus. Aber ich habe nichts dagegen. Ihr dürft das auch alle anders benennen. Hauptsache, wir bekommen es. So, jetzt würde ich zum Beispiel ganz gerne als Anwalt, weil das hier Anwälte, und ich mich als Anwalt der Facebook-Userin hier einschalten. Und weil da gibt es natürlich auch ein paar Fragen. Zum einen, ein Jens Hamsdorf fragt, Ost-West-Angleichung der Löhne und Gehälter und der Rente überhaupt. Wann passiert da noch was von Seiten der Politik? Und dann fragt Karl Krumm, lieber Gregor, wir haben im Osten doch sehr wenige Ausländer. Woher kommt die Angst vor Überfremdung her?
Ich will jetzt mal bei diesen beiden, und auch die dritte Frage, Gregor, weil du ja eben auch von Frankreich gesprochen hast. In Frankreich gibt es die Rente mit 62. Warum gibt es die eigentlich in Deutschland? Was gibt es in Frankreich? Die Rente mit 62. Mit 62 Jahren kann man in Rente gehen, sagt hier Milan auf Facebook. Ja, ich weiß. Und warum gibt es das hier in Deutschland nicht? Hat Merkel nur Geld für alles andere? Das ist die Frage. Also zu diesen drei Themen, die sind jetzt auf Facebook noch eingegangen. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Also die Angleichung der Renten, das ist eine Aufgabe des Gesetzgebers. Und wenn wir irgendwie an einer Regierung beteiligt sein sollten, ist das eine absolute Pflicht, dass das angeglichen wird. Und zwar nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich. Das Zweite ist, dass im Augenblick sehe ich euch nicht, aber das wird ja wiederkommen. Aber wir sehen dich. Alles gut. Ah, gut. Das Zweite ist, dass, jetzt sehe ich dich auch wieder. Das Zweite ist, dass bei den Löhnen, das ist Aufgabe der Gewerkschaften und der Beschäftigten. Es geht auch nicht, dass wirklich auch die Gewerkschaften mit den Unternehmen einen niedrigeren Mindestlohn Ost im Vergleich zu West vereinbaren. Da müssen aber wieder viele im Osten beitreten, um den Druck zu erhöhen in den Gewerkschaften, dass sie sich endlich für gleiche Löhne in gleicher Arbeitszeit, denn die Ostdeutschen arbeiten ja auch länger, einsetzen müssen. Im öffentlichen Dienst ist es Sache des Staates, aber da ist inzwischen die gleiche Entlohnung erreicht. Die dritte Frage war, zur Rente. Nee, erstmal kam ja die zweite Frage. Was war die zweite Frage? Wir hatten die Frage zur Lohnangleichung, hast du beantwortet, die Frage Ausländer. Also man muss Folgendes sehen. Die Ostdeutschen gehen davon aus, dass sie die Verlierer der Geschichte waren, weil sie die sowjetische Besatzungsmacht hatten und nicht die westlichen Besatzungsmächte. Ich muss denen immer am Westen sagen, wenn sie die sowjetische Besatzungsmacht gehabt hätten, wären sie geworden wie die Ossis. Und denen im Osten muss ich immer sagen, wenn sie die westlichen Besatzungsmächte gehabt hätten, wären sie geworden wie die Wessis. Das will man nicht so richtig glauben, aber es ist so. Der zweite Umstand ist, dass es in der DDR in den meisten Städten, gewisse Ausnahmen waren Leipzig, Rostock und Ostberlin, aber ansonsten eben keine Menschen muslimischen Glaubens gab. Man hat deren Kultur nicht kennengelernt. Die war für die Leute meilenweit entfernt und fremd. Das sah natürlich im Westen anders aus. Und das Dritte ist, dass dann bei der Herstellung der deutschen Einheit sich die Ostdeutschen als Deutsche zweiter Klasse fühlten. Und da gibt es eben einige, die wollen dann gerne auch Menschen dritter Klasse haben, damit sie nicht ganz unten stehen. Und das Vierte ist, dass die Angst, der massenhafte Verlust von Arbeitsplätzen nach dem 3. Oktober 1990, schon auch knapp vorher, wirklich, wo die Leute in einem Umfang arbeitslos wurden, wie es, glaube ich, im Westen so nie erlebt worden ist. Und damit natürlich haben sie auch ihre Bedeutung verloren und ihre Kinder mussten woanders hingehen, um überhaupt Berufe erlernen zu können. Das war so schlimm und deshalb gibt es so eine Grundangst. Und wenn du dann sagst, also jetzt kommen viele Ausländer und 2015 war es ja so, dass plötzlich wirklich eine große Zahl von Flüchtlingen kam, dann entwickelt sich ganz schnell eine Angst und alle Bundesländer haben die ja aufgenommen, auch Sachsen, Thüringen etc. Und die wird dann eben von bestimmten Leuten benutzt und missbraucht, um eine Angst zu schüren. Und nun glauben die ja, wenn sie viel demonstriert haben, dass sie dadurch das Schlimmste verhindert haben. Das ist zwar falsch, aber das glauben sie. Ja. So, und dann kam die Frage nach Frankreich. Dazu muss ich noch sagen, in der DDR wurden die Frauen mit 60 Rentnerinnen, die Männer erst mit 65. Jetzt bewegen wir uns auf 67 zu. Das liegt daran, dass SPD, Grüne, CDU, CSU und FDP die Rentenreform absichtsvoll völlig falsch gestaltet haben. Sie haben gesagt, also es gibt weniger Rentenbeiträge, die Jungen nehmen ja auch nicht zu, sondern eher ab und deshalb ist das alles gar nicht mehr zu bezahlen. Dann haben sie festgestellt, die Menschen leben immer länger, also beziehen immer länger Rente und dann haben sie gesagt, es ist auch nicht zu bezahlen und deshalb muss man erstens später in die Rente gehen und zweitens auch das Rentenniveau senken, also die Renten kürzen, beides. Ich habe immer gesagt, es gibt einen umgekehrten Weg. Wir hätten auch sagen können, das wäre eigentlich sozialdemokratische Politik gewesen, aber davon waren die meilenweit entfernt. Man hätte eben auch sagen können,
Alle mit Erwerbseinkommen müssen in die gesetzliche Renteversicherung einzahlen, auch Abgeordnete, auch Rechtsanwälte, müssen ja heute nicht, auch Beamtinnen und Beamte. Die können von meinetwegen zusätzlich noch eine kleine Pension kriegen. Ist alles nicht mein Problem, aber alle müssen einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung. Und dann darf es keine Beitragsbemessungsgrenze geben. Das heißt, du musst ja nur einen bestimmten Teil deines Einkommens, wenn du viel verdienst, bei der Rentenversicherung versichern, den anderen Teil nicht. Also wenn einer eine Million verdient, müsste er bei mir auch für die Million seinen Beitrag bezahlen. Und dann musst du für die Spitzenverdiener den Rentenanstieg abflachen. Eine Höchstrente kannst du nicht machen, macht das Bundesverfassungsgericht nicht mit. Ich will keine Hudelei mit dem Bundesverfassungsgericht, aber abflachen darfst du, weil es ja auch eine Solidarversicherung ist. So, wenn du diesen Weg, wenn man diesen Weg gegangen wäre, müssten wir darüber nicht diskutieren. Dann könnten wir sogar früher Rente auszahlen. Zumindest müssen wir es nicht weiter verlängern. Denn mir wird ja immer erzählt, die 67 sind erst ein Anfang. Da habe ich mal einen CDU-Politiker gefragt, wo das Ende ist. Das wollte er mir aber nicht sagen. Ich wollte wissen, ob bei 87 oder bei 92 oder was sie sich da so vorstellen. Also, aber darauf habe ich keine Antwort bekommen. Kurzum, wir müssen einen anderen Weg gehen. Aber Macron versucht natürlich, das Rentenalter 62 zu kippen. Also auch dort wird natürlich ein neoliberaler Versuch gestartet. Zur Rente. Es ist ja auch so, dass so wie die DDR quasi bei den Tarifverhandlungen mit am Tisch saß, unmittelbar, so saß die DDR natürlich auch bei den Gesetzgebungsvorhaben, zum Beispiel zur Rente, beziehungsweise nunmehr nicht mehr am Tisch. Und auch das war natürlich ein guter Anlass, da andere Regelungen zu schaffen. In dem Sinn, das bleibt von der DDR. Das wird aber durch uns in Zukunft auch zu erkämpfen sein, nämlich zum Beispiel ein gerechtes Rentensystem, in das alle einzahlen. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hatte heute Gregor Gysi zu Gast. Vielen Dank, Gregor. Ich nehme mit, in der DDR im Osten war einiges anders. Nicht alles gut, bei weitem nicht. Und einige Dinge etwas ungewöhnlich für die Bundesrepublik, zum Beispiel, dass es da Dinge gab, wo man nicht sich gegenseitig bezahlen ließ. Es gab ein höheres Maß an sozialer Gerechtigkeit, ein geringes Maß an politischer Freiheit und es gab FKK. FKK ist auch wichtig für die Selbstbestimmung, für die Emanzipation. Und ich glaube, ein bisschen weniger Spießigkeit täte auch der Bundesrepublik in dieser Richtung gut. Deswegen bin ich dafür, dass auch an den Nordseestränden sich da ordentlich was tut. Ich danke, Gregor, dass du da warst. Wir sehen uns nächste Woche wieder am 8.10. ab 18 Uhr zur gewohnter Zeit, die Linke in Corona-Zeiten. Dann mit Sebastian Schlüsselburg, unserem zum Thema Landesantidiskriminierungsgesetz. Jetzt möchte ich Gregor noch was sagen. Ja, ich will mich nur von allen Nutzerinnen und Nutzern verabschieden, Ihnen Gesundheit wünschen und schöne Erlebnisse. Und dir wünsche ich auch alles Gute und sage Tschüss. Ja, Gregor, tschüss zusammen. Und von mir noch einen letzten Hinweis: Wenn das gefallen hat, teilt das Video, damit viele an dieser Diskussion noch teilhaben können. In diesem Sinne, denn teilen macht Spaß. So sind wir denn. Danke, tschüss. Tschüss.